So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und eben saß ich noch da, habe meinen Livestream gemacht und habe im Livestream schon angekündigt, dass ich wohl noch ein drittes Video zum Thema Spoofen machen werde. Denn ich finde, es ist Zeit, euch die Wahrheit zu sagen, ehrlich zu sein. Und ich war eigentlich die ganze Zeit ehrlich, ich war immer ehrlich zu euch. Vielen ist das aber nicht aufgefallen. Es gibt immer noch Leute, die einen als Heuchler bezeichnen, sonst was, keine Ahnung. Deswegen mache ich jetzt nochmal ein großes extra Video dazu, dass es auch wirklich jeder weiß und keiner mehr sagen kann, der Ramses, der verarscht euch alle, der Ramses, der Schummel, der Ramses, der führt euch an der Nase herum. Es geht wieder mal ums Spoofen und das sind natürlich bei den letzten zwei Videos viele Fragen aufgekommen. Es kamen ja schon immer viele Fragen auf. Die häufigste Frage war eigentlich, warum kommen deine Geschenke eigentlich immer aus Budapest? Und jedes Mal, wenn die Frage aufkam, habe ich die Frage auch offen und ehrlich beantwortet. Leider haben das ja natürlich nicht alle mitbekommen im Kommentarbereich. Und dann gab es wieder Leute, die sinnlos gehatet haben in den Kommentaren. Wo ich immer gesagt habe, ich mache doch da kein Hehl draus. Leute kamen auch an und haben dann offen in den Kommentaren mal gefragt, mit was spoofst du eigentlich? Und ich habe trotzdem offen und ehrlich darauf geantwortet. Oder manche haben gefragt, was für Spoofer-Apps kannst du denn empfehlen? Hahaha. Und dachten, sie können einen aus der Reserve loggen, aber ich habe die Fragen immer normal beantwortet, habe immer ganz normal reagiert, war ehrlich, aber bei vielen ist das eben untergegangen. Jetzt gab es das Thema nochmal Spoofen. Ein Herz für Spoofer, zwei Videos, die viele Leute aufgeweckt haben, viele Leute kamen im Kommentarbereich, haben da geredet, haben ihr Schweigen gebrochen, haben selbst auch gesagt, sie spoofen und sie stehen dazu. Viele kamen an und haben gesagt, dass sie das schon immer machen und werden das auch immer weiterhin machen. Viele auch von meinen Freunden, von meiner Liste, von meinen Abonnenten, was mich nicht überrascht hat. Viele haben auch gesagt, sie spoofen nicht, sie haben aber auch nichts gegen Spoofer, sie tolerieren das. Jeder soll so spielen, wie er es mag, da sie ja auch keine Nachteile dadurch haben. Und so weiter. Und einer hat auch direkt gesagt, ich spoofe. Und du, Ramses? Und dem habe ich auch gesagt, ja, ich auch. Und heute möchte ich euch mal erklären, warum spoofe ich eigentlich? Viele denken ja, gut, der Ramses, den sieht man ja immer, der rennt bei jedem Community-Day draußen rum, der macht Raid-Touren, der ist immer unterwegs, die Spezialforschungen, Quests, immer mit Kamera am Start, immer bei sich am Ort, immer zu Hause, immer sonst was, immer keine Ahnung, aber ich tue es trotzdem. Ich habe keine reine Weste, ich weiß nicht, ob es überhaupt jemanden gibt da draußen, der eine reine Weste hatte, aber das war natürlich nicht immer so, denn es gab eine Situation, es gab einen riesengroßen Wendepunkt in meinem Leben, der mich sozusagen dazu gebracht hat zu spoofen, der mich dazu gedrängt hat, darauf auszuweichen, dass ich überhaupt noch spielen konnte, so komisch es klingt. Das ist eigentlich eine sehr private Sache, aber ich finde, ich bin an einem Punkt, ich möchte wie gesagt immer ehrlich zu euch sein, dass ihr das auch versteht, dass ihr mich versteht. Und ich habe keine Geheimnisse, ich sage das offen heraus, wie es ist, möchte euch diese ganze Geschichte mal erklären, wie es wirklich dazu kam, warum ich spoofe. Leute, die jetzt sagen, ihnen ist es egal warum, sie finden das kacke und sie möchten nicht mehr mit mir befreundet sein, gerade in Pokémon Go oder sonst was, die können mich löschen bei Pokémon Go, ich zwinge euch zu nichts, ihr seid freiwillig mit mir befreundet, ihr könnt jederzeit natürlich aus der Liste austreten. Es gibt viele Leute, die noch Schlange stehen, die ich annehmen kann. Wenn ich also Platz hätte, weil mich 50 Leute löschen, könnte ich 50 neue Leute annehmen. Andere, die freuen sich trotzdem über die täglichen Geschenke, die freuen sich darüber, dass ich aktiv bin. Andere, die feiern einen trotzdem, egal ob man spooft oder nicht spooft, sie feiern einen einfach als Person, sie gucken gerne die Videos, sie fühlen sich unterhalten oder sie finden einen sympathisch. Wenn ihr sagt, nee, das ist nichts für mich, damit möchte ich nichts zu tun haben, steht es euch frei natürlich zu gehen, ich halte euch da nicht auf, ich zwinge euch auch nicht da zu bleiben, ihr könnt machen, was ihr wollt. Jetzt möchte ich euch aber die ganze Geschichte erzählen und zwar müsst ihr euch vorstellen, ich war damals mit meiner Ex-Freundin zusammen,
Ist ja klar, ne? Mit der Ex-Freundin waren wir mal zusammen, sonst wäre es ja nicht die Ex-Freundin. Und wir haben das Spiel im Prinzip für uns entdeckt durch einen Kumpel, nämlich durch den dicken Iswo. Der Iswo war da mal da, im Sommer irgendwann, da kam Pokémon gerade frisch raus, das war der Hype, das war der Trend, jeder hat Pokémon gespielt, außer ich und meine Freundin. Ich habe das alles nicht mitgekriegt, das ging alles komplett an mir vorbei, der Hype ist ausgebrochen, ich habe nichts davon gewusst. Iswo mit seiner damaligen Freundin hat das aber gehabt auf dem Handy, die haben das beide gespielt, die sind beide hierher gekommen, egal was wir machen wollten, jeden Tag, immer hat der Iswo gesagt, warte mal, ich muss mal in meine App schauen, warte mal, ich muss hier noch das Teil fangen, oder seine Freundin immer so, oh, ein Evoli, oh mein Gott, und ich so, eigentlich wollten wir los, wollten uns ein paar Hamburger holen, ein paar Bierchen holen, wollten ein Video drehen. Keine Pokémon-Videos, die gab es damals ja noch nicht von mir. Wir wollten Musikvideos drehen, sind voll durchgestartet immer. Aber der Iswo hat mich immer aufgehalten, weil der immer Pokémon gespielt hat. Und er hat einmal gesagt, Ramses, pass auf, lad dir doch einfach mal die App runter, spiel doch einfach mal die Zeit, wo ich da bin, ein, zwei Tage jetzt noch, mit mir zusammen, Pokémon Go. Und dann kannst du ja, wenn ich weg bin, die App wieder löschen. Habe ich also gemacht, meine Freundin hat das auch gemacht, die heißt übrigens Schneckligage im Spiel, was ein Name war, noch irgendwo aus unserer Beziehung heraus, die hat auch ihre ganze E-Mail darunter so eingerichtet, das waren immer so die Kosenamen, Schneckligage und der Hage, also der Hase von dem Maulwurf, was ihr da alles kennt, die hat auch ihren ganzen Spieler-Account dann so genannt, Schneckligage hin und her, ich hatte meinen ja dann Eiver Scharf genannt, weil meine ganzen Namen waren vergeben, ich konnte gar nichts anderes nehmen, so hat es aber dann angefangen, ich habe gespielt, meine Freundin hat gespielt, Iswo hat gespielt, seine Freundin hat gespielt, es war lustig, es hat Spaß gemacht, ihr wurdet permanent belohnt, die Levelaufstiege in den neuen Pokémon, man ist sofort süchtig geworden und wie kann es anders sein, als er gegangen ist, bin ich natürlich bei der App geblieben, ich habe sie dann nicht gelöscht und wir haben weitergemacht, immer weiter, immer weiter, wir waren jetzt zwei Leute hier bei uns im Ort in Hildburghausen, die das gespielt haben. Wir wussten nicht von anderen Leuten, alles war harmlos, alles ganz gechillt. Wir haben dann irgendwann beschlossen, dass wir eine... Junge, der Adi knarzt mit der Tür. Wir haben dann irgendwann beschlossen, dass wir eine Gruppe gründen, eine WhatsApp-Gruppe. Das ist dieselbe WhatsApp-Gruppe, die ich heutzutage noch habe, in der ich noch drin bin, wo die Teilnehmer immer mal wechseln und so weiter. Wir haben also diese Gruppe gegründet und immer wenn wir unterwegs waren und haben andere Leute gesehen, die das vielleicht auch spielen, haben wir natürlich auch mal angefragt, wollt ihr in die Gruppe mit reinkommen, WhatsApp, wollten uns da so ein kleines Imperium aufbauen, ich mit meiner Freundin, wir sind losgegangen als Paar, als Duo, haben das gezockt, haben immer mal andere Leute also eingeladen in die Gruppe und irgendwann habe ich auch am Strich gesessen, das war ja unser Hotspot, da saß so ein Typ mit einer großen Nase und der hat die ganze Zeit Melonen gefressen und sein langes blondes Haar ist durch die Luft geschlittert und er hat so ein bisschen zurückgeblieben geredet, so richtig, war auf jeden Fall egal, ich habe den so oft dann gesehen auf einmal und der hat immer bei dem Stadtalkoholiker gesessen und der Stadtalkoholiker hat immer nach Scheiße gerochen und hat immer eine vollgeschissene Hose gehabt und keiner wollte sich mit dem abgeben, aber der saß immer mit seiner Melone eben neben diesem Typ, die haben sich halt gekannt, der hat immer seine Melone gefressen und irgendwann habe ich gehört, dass er was erzählt hat von Hessberg. Hessberg ist mein Heimatort, mein Heimatdorf, was im Prinzip direkt neben Hildburghausen ist. Und ich habe mich dann nur eingeklinkt in dieses Gespräch und habe gesagt, hey, Hessberg, ich komme doch auch von Hessberg. Bam. Das war vielleicht der größte Fehler meines Lebens oder das Beste, was mir je passieren konnte. Ich weiß nicht, wie man das deuten soll, wie auch immer. Auf jeden Fall hat sich dieser melonenfressende Typ dann zu mir gesellt. Wir sind ein bisschen ins Gespräch gekommen. Es kam darauf, er hat natürlich auch Pokémon gespielt, ich habe Pokémon gespielt und dieser Typ war der Schickeria. Vielleicht kennt ihr den Namen, vielleicht habt ihr den schon mal gehört. Schilling hat ihn irgendwo in seiner Liste drin als Freund, der Hong hat ihn in seiner Liste als Freund. Das ist eigentlich der krasseste Spieler, der beste Spieler, der mit den meisten Erfahrungspunkten, der ist auch so heftig unterwegs natürlich, der im Prinzip, der läuft 24 Stunden 7 mit dem Glücksei rum, der macht jeden Raid mit Glücksei, der macht immer seine Zahlen, Spielereien, immer wenn er eine neue Stufe erreicht hat, will er genau die 100 Millionen, dann will er genau die 100...
111.111.111 und hat immer Screens gemacht. Der hat immer genau, ja, ich muss jetzt los, ich muss mir eine silberne Arena suchen, weil ich brauche genau noch 25 Punkte und die kriege ich nur an der silbernen Arena. Und da muss ich jetzt drehen, damit ich genau auf die Null komme hinten. Und der hat das richtig alles so, das war nicht einfach nur Spielen, das war halt schon wirklich mehr als Spielen. Das war einfach ein ganzes Leben voll nach dieser App ausgerichtet, richtig brutal. Auf jeden Fall war der natürlich dann auch in unserer Gruppe. Die Gruppe ist gewachsen, mehrere erwachsene Leute sind reingekommen, mehrere jugendliche Leute sind reingekommen, wir sind gewachsen und gedeiht. Aber nach kurzer Zeit hat sich rauskristallisiert, dass ich und meine Freundin mit die aktivsten waren in der ganzen Gruppe. Und natürlich der Herr Schigarier, der war auch der Aktivste, der war ja sogar noch aktiver wie wir, denn wenn wir gesagt haben, wir gehen jetzt was essen, willst du mitkommen, hat er immer noch gesagt, nee, ich laufe lieber noch ein paar Runden, ich drehe ein paar Stops, ich fange ein paar Pokémon, wenn irgendwas war, ach, wir gehen ins Bett, wir schlafen, ja, ach, ich stelle mich nochmal an Strich, ich mache nochmal 3 Stunden Lokmodule bis mitten in die Nacht rein. Alles halt Pokémon hier, Pokémon da, Pokémon, das hat sich so, das war das ganze Leben, die ganze Einstellung, Pokémon, keine Ahnung. Auf jeden Fall, nach kurzer Zeit war das so, egal wie viele Leute in der Gruppe waren, uns gab es plötzlich nur noch zu dritt. Dieser Typ, dieser Schickeria, ist sozusagen dann auch mein bester Freund geworden, denn immer wenn ich durch die Stadt gelaufen bin, habe ich ihn ja gesehen. Immer wenn irgendwas war oder so, wir haben ihn gesehen. Immer wenn irgendein neuer Raid-Boss kam, sonst was. Wir haben uns alle zu dritt versammelt. Wir sind losgefahren mit dem Auto von Raid zu Raid. Wir haben einen Raid nach dem anderen mitgenommen. Ohne Nacht, ohne Morgen, keine Ahnung. Er hat reingecashed, ich habe reingecashed, meine Freundin hat reingecashed. Wir waren zu dritt, wir waren unzertrennlich. Alles heftig, richtig brutal. Wenn die anderen schon keinen Bock mehr hatten, wir haben immer weitergemacht. Und alles natürlich legal, alles legit, alles so wie es sein soll. Irgendwann war dann halt der Punkt auch erreicht. Uns, weiß ich nicht, man konnte sich gar nicht mehr vorstellen, einen von uns alleine zu sehen. Ich mit meiner Freundin halt immer dahin und kaum war er dann da und hin und her. Wie ihr euch denken könnt, hat sich das alles nach einer Zeit richtig krass entwickelt in eine Richtung, in die es sich eigentlich nie entwickeln sollte. Aber wie das Leben einem nun mal so mitspielt, gab es dann natürlich Stress. Es gab Stress, Freundschaften sind kaputt gegangen, Beziehungen sind kaputt gegangen, alles Mögliche, ein Hobby ist kaputt gegangen, wurde einem genommen, es wurde einem im Prinzip alles genommen, denn es gab so viele Abende, wo ich mit meiner Freundin einfach nur chillen wollte, einfach nur mal zu Hause bleiben wollte, auf dem Sofa chillen, aber sie wollte unbedingt los, sie wollte unbedingt an den Strich, weil doch da der Schickeria steht mit seinem Bus und wir können doch noch ein paar Runden und Lokmodule machen, irgendwas. Er hat auch seine Tochter dabei gehabt. Die Tochter hat mir meistens auch leid getan. Die Tochter saß im Auto, hat auch immer gesagt, Papa, ich möchte heim. Papa, können wir nicht was anderes machen? Papa, können wir nicht mal zu Hause sein oder mal einen Film gucken? Und er hat immer gesagt, Mensch, seid's ruhig, nimm dir doch mal ein Handy und nimm eins von den anderen Accounts und sonst nehme ich dich nicht mehr mit. Ich hab dir gesagt, ich gehe an den Strich. Ich hab dir gesagt, ich spiele heute Abend und ich fand das damals übertrieben. Ich habe mir gedacht, okay, es ist ein Spiel, es ist sein Lieblingsspiel, aber es gibt doch auch irgendwo Grenzen. Wenn ich eine Tochter hätte und die wirklich mit mir abends Zeit verbringen möchte, weil ich die halt nur alle paar Tage mal sehe, dann nehme ich mir doch die Zeit. Für ihn aber wirklich das Spiel, das, was gezählt hat, nichts anderes. Und ich fand es damals schon ein bisschen heftig auch. Ich hatte selbst manchmal auch dann gar keine Lust mitzugehen und habe mir gedacht, ich würde auch lieber mit meiner Freundin jetzt zu Hause sein, Zweisamkeit genießen, Zeit für uns haben, anstatt jeden Abend stundenlang einfach am Strich zu stehen und am Lokmodul zu hängen. Aber es hatte alles seinen Grund. Seine Tochter wollte das nicht, ich wollte das nicht, aber die beiden wollten das. Und das war auch der Knackpunkt an der ganzen Story. Auch wenn er zu mir immer gesagt hat, er hat da irgendeine andere Schnalle am Start und keine Ahnung. Und er ist ja so alt, der ist 46 oder so, müsst ihr euch vorstellen. Meine Freundin so 25, ich ja jetzt so 31. Und er hat immer gesagt, ich soll mir bloß keine Sorgen machen. Er will doch nichts von ihr und er hat doch Gefühle für eine andere. Und die ist viel zu jung für ihn, das könnte doch seine Tochter sein. Ja, ich habe das natürlich geglaubt, war mit ihm ja richtig gut befreundet, sie auch immer gesagt, da ist nichts hin und her, bla,
Bis irgendwann es natürlich dazu kam, Gespräche sind aufgetaucht, die nicht hätten stattfinden sollen. Sie haben sich heimlich, wenn ich mal nicht da war, auch getroffen, Händchen gehalten. Ich weiß nicht, was sonst passiert ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sich alles genau in diese Richtung entwickelt. Sie wollte was von ihm, er wollte was von ihr. Er hat sich da immer schön reingekrätscht, auch in die Beziehung. Er hat zwar immer gesagt, er hat nichts gemacht, er kann nichts dazu, aber ich sehe es wirklich so, wie es ist. Einmal hat sich meine Freundin mega Sorgen um mich gemacht und ich kenne das Gespräch, ich weiß, sie hat sich die Schuld dafür gegeben, dass alles verkackt war, zu Recht, denn sie war schuld, sie hat Mist gebaut und seine Worte als bester Freund mir gegenüber waren nur: Ach Süße, mach dir doch keine Sorgen, lass den doch gehen, ist doch egal und ja, was ist das? Was, warum fällt er einen so in den Rücken? Ich versteh's nicht. Ihm war das scheißegal, er hat mir ins Gesicht gelogen, sie hat mir ins Gesicht gelogen, wo sie noch ein bisschen schlechtes Gewissen hatte und Reue gezeigt hat, weil ich ihr was wert war, weil wir zusammen waren, weil wir uns geliebt haben, wir 11 Jahre unseres Lebens zusammen verbracht haben. Und dann kommt dieser Typ, der sich als bester Freund ausgibt, der noch erzählt, seine Mutter, meine Mutter, die sind noch verwandt, Hessberg, alles, die ganzen Wurzeln. Und dieser Typ drängt sich da rein in diese 11-jährige Beziehung. Pokémon, sein Ein und Alles, das reicht ihm nicht. Er macht das kaputt, er macht ihr schöne Augen, er lügt mich an. Sie steht irgendwann da, sie wusste überhaupt nicht mehr, was sie will. Sie kommt irgendwann an und sagt, sie weiß nicht mehr. Sie hat, glaube ich, auch Gefühle für ihn entwickelt, aber sie liebt ja eigentlich auch mich. Und für mich begann einfach nur noch die Hölle, nur noch Terror Deluxe. Ich konnte keine Nacht mehr ruhig schlafen. Mir ging es so schlecht, mir ging es so dreckig. Ich habe auch so auf die App geschissen, manchmal, ich wollte überhaupt nichts mehr machen, immer wenn ich mit ihr irgendwo hin bin und was machen wollte, ob wir raiden wollten, ob wir einfach nur mal chillen wollten, immer hast du ihn gesehen, immer war er da, ich konnte auch die Blicke nicht mehr ertragen, wenn sie immer zu ihm geschaut hat, wenn er zu ihr geschaut hat, es hat mich so niedergemacht, alles, und das Ende vom Lied war, ganz abrupt, über Nacht ist sie dann theoretisch ausgezogen, ist abgehauen, hat ihre Sachen gepackt mit Polizei. Weil ihre Mutter, die arbeitet ja bei der Polizei, da kam die im Prinzip als Umzugshelfer. Sie haben alles mitgenommen, sie ist dort untergekommen, hat sich schnell eine Wohnung gesucht, ist in die neue Wohnung rein und sobald sie die Wohnung hatte, ist er auch zu ihr, ist seitdem bei ihr rumgerannt, hat bei ihr rumgehaust und bitte, dann war Schluss, sie war mit ihm zusammen alles, es ging alles richtig, zack, zack, zack. Da war gar keine Überlegung, sobald sie wusste, gut, der will ja auch was von mir und das ist irgendwie geklärt, haben die ihr Ding gemacht, haben auf mich geschissen, was in dem Sinne so war, was auch immer so sein kann, obwohl ich immer gesagt habe, während des Kontaktes, wir sind alle erwachsen, redet mit mir, seid ehrlich zu mir und lasst uns das normal klären, aber immer wurde alles abgestritten, immer hieß es nur, nein, da ist nichts und du bildest dir doch nur was ein und jedes Mal wurde man wieder belogen, wieder hingehalten und dann am Ende eben dieser abrupte Schlag ins Gesicht, plötzlich das Abhauen, alleine lassen. Ich meine, 11 Jahre sind wir zusammen eingeschlafen, aufgewacht. Sie konnte keinen Schritt ohne mich machen. Sie hat mich immer gezwungen, überall mit hinzugehen, weil sie nicht alleine sein wollte. Und jetzt, wo sie ihn in der Tasche hatte, konnte sie plötzlich loslassen, ist abgehauen. Die beiden haben sich ins gemachte Nest gesetzt. Und das hat sich nicht nur so ausgewirkt auf mein Privatleben, sondern auch eben auf die komplette App, auf das Spiel, auf mein Hobby. Denn was ist passiert? Vorher, wir waren immer zu dritt unterwegs. Wir sind immer dahin gefahren, haben das gemacht. Wir haben Purchase gemacht. Wir sind nach Oberhausen gefahren. Wir waren bei der Safari-Zone. Wir waren in Gera bei der Safari-Zone. Wir waren immer zu dritt unterwegs. Wir waren, was haben wir noch gemacht? Purchase, genau, in München. Wir sind nach München und haben extra vom Hong hier den Philipp angeschrieben und haben uns da die Map geben lassen, den Zugang. Wir sind durch München gefahren, Wochenenden lang immer. Wir haben Hunderter gefangen mit der Map, mit dem IV-Bot, alles Mögliche. Wir waren immer zu dritt. Ich saß vorne, meine Freundin, die ist gefahren und er saß immer hinten drin. Wir haben ihn immer mitgenommen, überall mit hin und das war immer unser Ding, unser Hobby und plötzlich war die Lage so, sie ist mit ihm überall hingefahren und mich gab es halt einfach nicht mehr. Ich wurde halt komplett rausgenommen. Es gab keine Purchase mehr, es gab keine Raid-Touren mehr, es gab gar nichts mehr, es gab nur noch Scheiße, es war alles behindert.
Das Gute war, zu den Anfangszeiten, gerade wenn Raids sind, sie haben selbst geschaut, dass sie ihre Raids woanders machen, statt hier in Hildburghausen, haben sie eben ihre Raids im Umkreis gemacht, vielleicht in Eisfeld, in Bad Rodach, in Thema, die sind immer dahin, haben ihre ganzen Raids gemacht und ich hatte trotzdem in unserer großen WhatsApp-Gruppe noch die Leute um mich rum, die trotzdem hier ihre Raids gemacht haben, ganz speziell nenne ich da mal Manowar oder Oleson oder Geige, die sehr aktiv waren, die immer da standen mit ihren Level 40er Accounts, wir uns verabredet haben, ich immer hingelaufen bin, mit denen gezockt habe, da ging es früh schon los, um 6 ein Raid gemacht, um 7 ein Raid gemacht, dann um 8 gleich nochmal ein Raid, nach der Nachtschicht oder so, kurz getroffen, da gab es die nicht, da gab es kein Schneckligage, da gab es keinen Schickeria, die haben auch nicht danach geguckt, was mit dem Rest ist oder was mit den anderen ist. Die sind ins Auto, sind weggefahren, haben alles in Coburg gemacht, in größeren Städten, die haben sich einen Scheiß für den Rest interessiert, die haben nur nach sich geguckt. Irgendwann hat es aber vielleicht nicht mehr gereicht, dass sie für jeden Drecks-Raid wegfahren mussten, also haben sie sich wieder darauf besonnen, die Raids hier zu machen. Und plötzlich gab es eine Gruppenteilung auch. Plötzlich war es wirklich so, dass gerade diese hochleveligen Leute wie Manowar, Oleson und so weiter, die alle wirklich immer mit mir geradet haben, die mich im Auto mitgenommen haben, die gesagt haben, ey, komm, wir machen den noch schnell, steig ein, ich nehme dich mit, wir sind dahin, wir haben den Raid mitgenommen, wir haben uns für später verabredet. Plötzlich war alles anders, denn plötzlich waren die zwei wieder zurück im Business. Die zwei kamen wieder zurück, die zwei haben nicht mehr außerhalb geradet, sie wollten wieder ein Stück vom Kuchen haben. Jetzt sollte es ein bisschen gut gehen, dass wir alle zusammen hier raiden in einer Gruppe, was aber nicht lang gut ging. Das Resultat war, es wurde eine neue Gruppe aufgemacht. Der Herr Schickeria hat eine neue Gruppe gegründet mit seinem Schneckligage. Er hat aktive, gute, hochlevelige Leute abgeworben. Er hat den Oleson mit reingenommen, er hat den Manowar mit reingenommen, er hat den Geige mit reingenommen. Und es hieß immer, alle, die mit mir zu tun haben und alle, die noch mit mir raiden, die werden ausgeschlossen. Und die Leute wurden förmlich unter Druck gesetzt. Es war plötzlich nicht mehr ein Spiel. Es war nicht so, es geht einfach nur darum, Raids zu machen, egal wer da alles in der Lobby ist. Es hieß, wenn der in der Lobby ist, dann alle raus, dann machen wir privat und wer mit dem Raids macht, der wird ausgeschlossen, der kriegt keine Hilfe mehr, keine Unterstützung, keinen Support. Jetzt war also wirklich diese Gruppenbildung da, alle sind aus der Gruppe ausgetreten, alle sind in die neue Gruppe rein, ich stand da, hab immer mehr Mitspieler verloren, wusste mir auch selber nicht mehr zu helfen. Die Leute haben auch selber keine eigene Meinung gehabt, meiner Meinung nach, oder keinen Charakter. Wenn man sieht in der Gruppe, wir waren 150 Leute, sage ich mal, wo viele Leute kamen und haben gesagt, oh, wir sind so schwach, wir schaffen nichts, wir haben so schwache Accounts, das wird nichts, Ramses, kannst du uns vielleicht helfen, wir wollen das Despo da machen oder Ramses, hast du Zeit, können wir dich mitnehmen zu dem Fünfer, wir schaffen es ohne dich nicht. Und du hast dir immer Zeit genommen, du hast immer den Leuten geholfen, du bist immer losgerannt, du hast alles zu Hause liegen lassen, du bist eingesprungen, du hast die Leute groß gemacht, du hast geholfen, dass die ihre Accounts aufbauen, dass die ihre Level hochtrimmen und du hast dich für jeden eingesetzt, nur im Endeffekt, dass die Leute sagen, mal sehen, der Ramses ist einer, die anderen sind zwei, zwei sind mehr als einer, also gehen wir aus der Gruppe raus und hängen den anderen am Arsch. Auch wenn die anderen noch nie was mit uns zu tun hatten, noch nie was für uns gemacht haben, auch wenn wir zu den anderen eigentlich gar keinen Draht wirklich haben und der Ramses, der uns immer geholfen hat, der immer für uns da war, den wir immer mit zur Raid-Tour genommen haben und immer gesagt haben, dieses Team, wie es jetzt besteht, das bleibt so, so muss es sein, so wird es auch gehen, da kommt keiner mehr hinzu, da geht keiner mehr raus, das ist unser Team, drauf geschissen, denn man wurde einfach ausgetauscht, plötzlich haben sie ihr Ding gemacht, angeblich, aber nein, sie sind zu den anderen gegangen. Und das hat dann jeder so gemacht, weil es immer hieß, das ist der eine, aber wir sind doch die anderen, wir sind viel mehr. Und jeder, ohne was zu sagen, hat sich klangheimlich verpisst, ist ausgetreten, ist weggegangen, aber wenn sie einen dann gesehen haben, dann wurde gegrüßt, dann wurde Hallo gesagt, dann Hey und Servus und ja, wir können ja den Raid auch zusammen machen, keine Ahnung. Aber sobald der Herr Schickeria in der Nähe war, hat einen keiner mehr gekannt. Sobald ein Schickeria in der Nähe war,
sind alle aus der Lobby raus und haben mich alleine stehen lassen. Sobald ein Schickeria in der Nähe war, wurden nur noch private Lobbys gemacht, damit ein Ramses keine Raids mehr machen kann, damit mit dem Ramses sich eben keiner abgibt, dass der Ramses dasteht, dass der Ramses einfach ausgeschlossen wird, der Ramses... Dem wurde nicht nur der Freund genommen, dem wurde nicht nur die Freundin und die Beziehung genommen, dem wird auch das Hobby genommen. Wir ficken so richtig auf den Ramses, scheiß mal auf den, denn ein Mann hat das Sagen und das Bestimmen über 100 andere Leute. Ein Mann sagt, nein, wir wollen aber privat machen. Und anstatt die Leute sagen, hör auf mit dem Quatsch, das ist ein Spiel, wir gehen einfach alle öffentlich rein, sagen sie, na gut. Wenn der Schickeria das sagt, dass wir privat machen müssen, dann müssen wir privat machen, weil der Schickeria hat das ja gesagt. Also machen alle privat, man wird ausgeschlossen, Leute, die mit mir zu tun hatten, wurden auch ausgeschlossen. Der Bob zum Beispiel, der wollte einen Raid mitmachen, ich stand nur in seiner Nähe, ich hatte nicht mal ein Handy dabei, ich habe gar nicht mitgemacht und sie haben gesagt, nee, der hat mit dem Ramses zu tun, den lassen wir hier nicht mitmachen. Und es war so eine miese Nummer einfach von den Leuten. Das waren Leute zum Teil von 50, 60 Jahren, keine Ahnung. Und die sind auf diesen Zug mit aufgesprungen. Da hat keiner irgendwo mal ein bisschen Vernunft, Verstand, irgendwas im Kopf gehabt. Gar nichts. So stand ich also da. Ich war in der Gruppe mit kaum Leuten, alle Aktiven waren weg. Bei mir waren höchstens noch Kinder vertreten. Gegen Kinder hatten die VIPs, wie wir sie nun genannt haben, ja schon immer was. Wenn es hieß, boah, mir geht das auf den Sack, wir wollen einen Raid machen. Und da tragen sich dann immer 5, 6 Kinder ein und die haben so schwache Accounts und die wollen dann den Raid mitmachen, wollen in die Lobby. Muss das sein? Kann man die nicht rauswerfen? Gerade die Älteren waren immer so gehässig und hatten immer was gegen jüngere Spieler oder hatten was gegen schwächere Accounts. Und ich habe immer gesagt, da ist einer, der kommt alleine nicht klar, der möchte mit in die Gruppe, ich hole den rein in die Gruppe. Wir wollen zusammenspielen, wir verfolgen eigentlich alle das gleiche Ziel, also bitte, gebt ihm die Chance und dann passt das. Und was haben die Älteren? Drauf geschissen, die wollten unter sich sein, sie haben sich mit dem Schickeria eingelassen, sie haben alle ihr Ding gemacht, haben alle ihre Ego-Schiene gefahren. Ich habe trotzdem weiter jedem eine Chance gegeben, jedem geholfen, wie ich es konnte. Viele sind dann aber auch weggezogen, viele haben dann aufgehört zu spielen, es wurde immer weniger, man stand da, man musste vom Glück reden, wenn man wenigstens einen 5er-Raid überhaupt zusammenbekommen hat. Und dann habe ich jemanden kennengelernt bei Facebook. Der hat mir da einiges gezeigt und erklärt, hat angefangen und hat gesagt, er spooft und das ist ja voll leicht und er kann mir das mal erklären und angeblich geht das ja nicht mehr, sagen alle, aber er weiß wie. Hat dann davon geredet, hat mir das dann gezeigt auf Android mit FGL Pro, was ziemlich umständlich war, was ich da alles beachten muss und dann ging das. Und dann habe ich wirklich Tage gehabt, bevor ich auf meinem Raid Pass sitzen geblieben bin, bevor ich den freien Raid Pass wirklich verschwendet habe und nicht machen konnte, habe ich den Raid einfach dann woanders gemacht. Das waren die Zeiten, da war Paris gerade aktuell, die Paris Mall. Man ist immer an die Paris Mall gegangen, da waren die Lobbys immer voll, da waren immer 20 Leute drin. Du musstest keine blöden Fressen sehen beim Raid, die dich schief angucken und die dich dumm anmachen. Du bist einfach rein, hast einfach dein Raid gespielt, du warst froh, dass du deinen Raid Pass raus hattest und dann war's das. Man ist in Gruppen gekommen, man ist in eine WhatsApp-Spoofer-Gruppe gekommen. Die haben sich auch irgendwie die Köpfe dann eingeschlagen und haben sich aufgeteilt. Da waren es plötzlich 2 WhatsApp-Spoofer-Gruppen, aber du warst plötzlich in beiden drin. Und du hast gemerkt, die Leute sind okay, die Leute sind vernünftiger. Du kannst Fragen stellen, du kannst helfen, wenn andere Fragen haben. Du kannst mal deine Fänge zeigen und vergleichen, ihr könnt euch gegenseitig unterstützen. Leute kommen da an und sagen, jo, ich bin gerade bei mir hier im Heimatort, wir stehen zu viert am Raid, aber wir haben es nicht geschafft. Hat vielleicht jemand Zeit und mag vielleicht noch jemand mitmachen oder so? Und dann kommen die Leute und sagen, schick mal die Koordinaten. Dann sind 2, 3 Leute da hingespooft, haben dem geholfen, der hat sich bedankt, die sagen, kein Thema. Wir haben ja den Raid jetzt auch gemacht, vielleicht gibt es den auch als Shiny, haben sich gefreut, haben sich abgesprochen und ich habe gemerkt, das geht richtig familiär zur Sache, das ist richtig human, auch der Umgang, wie es darin ist und das fand ich schön. Das war so, wie es ganz am Anfang bei uns auch war, wie es dann aber durch ein paar Idioten einfach alles komplett kaputt gemacht wurde
Und wie es dann einfach sich nie wieder eingestellt hat. Seitdem gibt es zwar bei uns in der Gruppe, in der Legit-Gruppe, viele Leute, die korrekt sind, aber so korrekt wie sie sind, so inaktiv sind die meistens auch. Und du hast wirklich Probleme am Tag verteilt, mal einen Fünfer zusammenzukriegen. Jetzt auch selbst bei Heatran als Shiny, kommt raus, ist ein gutes Pokémon, gibt's als Shiny, jetzt neu. Die Leute müssten sich die Eier abreißen, aber du stehst dort wirklich, musst selber drei Handys mitnehmen oder irgendwas und dann steht ein anderer da, der nur einen kleinen Account hat und du denkst dir, wird vielleicht knapp, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall, es ist so viel passiert, aber Leute werden immer verurteilt. Und was ich nicht verstehe, seitdem ich mir dann geholfen habe, haben die VIPs wieder angefangen zu lästern, wieder angefangen zu meckern. Jeden Neuen, den sie getroffen haben, wurde plötzlich auf die Nase gebunden. Das ist ein Spoofer. Deswegen wollen wir mit dem nichts zu tun haben. Wie dumm kann man eigentlich sein? Die Leute sagen, sie ignorieren mich, sie grenzen mich aus, weil ich spoofe. Fakt ist doch aber, ich habe angefangen zu spoofen, weil die Leute einen ausgegrenzt haben, weil die Leute einen ignoriert haben, weil man gar keine Möglichkeit mehr hatte, überhaupt zu spielen, wenn man nicht seine Raids versucht hat, auch woanders zu machen. Wäre das alles normal geblieben, hätten die sich nicht alle belatschern lassen, vernebeln lassen oder hätten mal einen eigenen Willen, einen eigenen Verstand gehabt, wäre alles anders gekommen. Jetzt ist es aber so. Und man ist natürlich dann auch auf den Geschmack gekommen. Und klar ist es so, ich habe viele Freunde in meiner Liste, viele Leute adden mich da und es ist aufgefallen, dass ich jeden Abend mir trotzdem eine Stunde Zeit nehme auch und laufe durch Budapest, weil da eine gute Stoppdichte ist, um Geschenke zu sammeln, um wirklich meine Abonnenten, meine Freunde in meiner Freundschaftsliste mit Geschenken zu beglücken, wo ich mir denke, ich tue euch ja damit nichts Schlimmes, ihr habt ja keinen Nachteil dadurch, im Gegenteil. Die meisten freuen sich eben, die sagen immer, hä, wieso kommen die Geschenke aus Budapest? Dann erkläre ich das und dann sagen die, ach so, nee, mich stört das nicht, finde ich ja cool. Hab letztens erst einen Shiny bekommen aus deinem Geschenk. Und dann ist das doch okay und es gibt Leute, die tolerieren das. Und es ist schön, auf Toleranz zu treffen, weil du kriegst nicht überall Toleranz. Meistens kriegst du Arschtritte, aber da kriegst du Toleranz auf einmal. Und das kann dich so nicht. Und es gibt so viele Beispiele. Es ist auch die Leute in der VIP-Gruppe, die fangen dann an und die reden über Spoofer, die lästern über Spoofer, die zerreißen sich einfach komplett das Maul, die verachten die, weiß Gott. Und jetzt, wie ist es denn? Ein paar Monate später, was passiert? Die VIPs in der VIP-Gruppe, die nicht mal wissen, wie sie alle Accounts in eine Lobby reinkriegen, weil sie ja so viele aktive Spieler haben und weil jeder von denen nochmal 5 Accounts hat, die dastehen und sagen, oh, wir müssen eine neue machen und da ist schon wieder eine neue auf und wir müssen uns aufteilen und wir sind zu viele und bla. Selbst die fangen an und spoofen. Warum? Gottverdammte Scheiße. Ihr schafft jeden verschissenen Raid mit euren Accounts. Ihr habt immer genügend Leute am Start. Immer hat irgendjemand Zeit zum Helfen, zum Machen. Ihr lästert komplett über Spoofer und über mich, weil ich spoofe. Aber ich bleibe auf meinem Pass sitzen. Ihr könnt euren Pass machen. Aber ihr stellt euch hin, erkundigt euch bei anderen aus unserer Gruppe, wie man spooft. Lasst euch das zeigen. Lügt euren anderen Leuten in der VIP-Gruppe weiterhin was vor, dann gibt's welche aus der VIP-Gruppe, die direkt wirklich auch mich anschreiben und fragen, hey Ramses, kannst du mir vielleicht mal dieses Kontinentale fangen oder besorgen? Und dann kann ich das nehmen und kann das dann tauschen mit den VIPs aus meiner Gruppe. Der eine, der sucht das noch, wenn du mir das auf einen Account drauf machst, kann ich das dem abgeben. Ich fange also für die VIPs, die mich ausgegrenzt haben, kontinentale Pokémon, die ich selber noch nicht mal habe, noch nicht mal auf meinem Account habe ich alle kontinentalen Pokémon, weil ich die meisten trotzdem durch die Safari-Zone dann bekommen habe, wo ich selber live dort war, weil ich das erleben will, weil ich dieses Spielerlebnis brauche, weil ich gerne reise, weil ich gerne unterwegs bin. Ich könnte mir die einfach spoofen, aber ich fange sie lieber dann für die Leute, die mir in den Arsch treten. Es gab eine Zeit lang auch diese Gruppen, die gibt es ja immer noch, Salvatore und Co. kennt ihr vielleicht, die immer diesen Fangservice anbieten. Der sagt, ja, wir sind überall auf der Welt, wir fangen euch die Kontinentalen. 15 Euro für ein Kontinentales, na los, gebt mir euer Geld. Und die Leute sind so dumm und geben dem Geld.
Und er fängt dann die Kontinentalen, aber eins für 15 Euro. Und der Herr, der mir damals das alles gezeigt hat, der wollte dem nämlich einen Strich durch die Rechnung machen, hat gesagt, wir machen unsere eigene Gruppe auf, wir sagen einfach, wir machen das für umsonst. Und es kamen so oft Leute auf einen zu, haben dann gesagt, hey, ich habe gehört, ihr fangt da auch Kontinentale. Und obwohl ich selber nicht mal alle hatte, wollte ich den Leuten helfen, die die haben wollen, damit sie aber nicht bei irgendeinem Idioten 15 Euro bezahlen, sondern sie geben mir halt einen Trainerclub-Account, den sie sich angelegt haben, oder wenn sie Vertrauen in einen setzen, geben sie halt den Hauptaccount. Man geht dahin, man fängt das, man sagt dazu, ihr dürft halt jetzt so lange nicht im Spiel gewesen sein und erst ab da und da dürft ihr wieder ins Spiel. Ich hab dir das gefangen, wenn du noch was brauchst, sag Bescheid, fange ich dir das noch. Man hat den Leuten geholfen, man wollte nicht, dass die abgezockt werden, man wollte nicht sonst was. Sondern andere Leute, die warten halt, bis das wirklich mal kommt zu einem Event oder hin und her, aber man hat das genommen, einfach um was Gutes zu machen. Ich habe das nicht gemacht, um Leute zu ärgern, während andere Leute in der Legit-Gruppe immer gesehen haben, ach, der Ramses sitzt in der Arena, den schmeißen wir jetzt erstmal raus. Und dann erstellen wir noch einen Account, Ivar stinkt, und setzen den noch rein, nur um ihn zu ärgern. Wir lassen dem keine Ruhe. Und selber tun diese armen Würstchen sich erkundigen, fangen an zu spoofen, das spoofen sich die Kontinentalen, spoofen sich zu Raids, fragen rum bei anderen, wie das funktioniert, aber tun nach außen hin immer noch scheinheilig sagen, wir nutzen unsere Map und ansonsten machen wir nichts und spoofen ist scheiße und spoofen tut hier keiner, spoofen, das macht der Idiot da drüben. Aber es ist so offensichtlich und sie wissen das und sie sind nicht mal ehrlich zu sich selber. Und das finde ich so schade, das finde ich so schlimm. Diese Doppelmoral vor allem, die da herrscht. Und es ist auch so mies, wenn dann die Arenen weiß gelassen werden. Wir haben eigentlich einen Arenaplan für unsere Stadt. Das sind alle Arenen aufgelistet. Und alle, die hier spielen in der Umgebung, wissen von dem Arenaplan. Es ist so selten mal der Fall, dass jemand Fremdes unterwegs ist. Und so ist nun um die Uhrzeit, sind die Arenen rot, die sind blau, die sind gelb. Und dann setzt ihr eben die roten da rein, die blauen da rein, die gelben da rein. Trotzdem gibt es dann die VIPs, die sich denken, okay, der sitzt da in der Arena laut Arenaplan, wir gehen einfach hin und wir schmeißen ihn trotzdem raus. Und dann lassen sie die Arena natürlich weiß und sagen, das war bestimmt ein Fremder. Welcher Fremde würde denn die Arena weiß lassen, wenn das jemand ist, der abends durch die Stadt fährt? Der würde sich reinsetzen. Wenn das ein Spoofer ist, der die auf Gold haben will, der würde sich reinsetzen. Wenn das ein Arschloch ist aus der anderen Gruppe, der nichts Gutes im Schilde führt und einen ärgern will, dann kann er sich nicht reinsetzen, sonst seht ihr ja, dass der das war. Er lässt die Arena also weiß. Sind es also die bösen Spoover, die immer die Arenen einnehmen und einen ärgern? Nein, es sind ja Legit-Spieler, die bewusst gegen den Arenaplan arbeiten und Leute rauskicken, die sie nicht leiden können, weil sie selbst einfach charakterlose Mistschweine sind und man selber ist Spoover, aber man guckt. Arenaplan, rühre ich nicht an. Jetzt darf sie gelb sein, mache ich halt gelb. Woanders, ich sehe, 9 Stunden sitzt der Kollege, kann ich ja mal raushauen, kriegt er seine Münzen. Da, Kollege sitzt 1 Stunde. Ist egal, lass ich sitzen. Ich muss das doch nicht. Es ist ein Spiel. Man kann ja trotzdem sich irgendwo an Regeln halten. Es ist immer eine Sache von euch, von eurem Charakter, wie ihr drauf seid, was ihr damit macht, wie ihr das anstellt und ja. Es ist einfach wirklich so, deswegen sage ich, lieber ein Spoofer mit Herz als ein Legit ohne Charakter. Und mal ehrlich, was stört's euch jetzt? Ich hab's die Tage wieder erlebt. Ich war unterwegs, ich war einkaufen da, dann haben die wieder versucht, einen Raid zu machen mit 2, 3 Leuten. Sie waren wieder zu wenig, sie haben es nicht geschafft. Sie haben extra explizit gefragt auch, Ramses, kannst du vielleicht helfen? Kannst du vielleicht herhüpfen und den Raid mitmachen und du sagst, ja, Moment, was, wo, wie? Und dann springst du halt mal zu der Arena und dann machst du den Raid mit. Aber du ärgerst niemanden damit. Du hilfst den anderen. Ich hätte den Raid in dem Moment nicht gebraucht. Aber ich helfe den anderen aus der Patsche. Die sind froh darüber. Und viele aus unserer Legit-Gruppe, die normal und gut drauf sind, fangen eben jetzt auch an damit, beschäftigen sich damit. Und wenn mal wieder Not am Mann ist, kann vielleicht auch mal einer von denen aushelfen, wenn es bei uns nicht reicht. Dass der eine sagt, hey, ich habe gerade Zeit, ich bin zwar nicht da, ich bin im nächsten Ort, aber wenn ihr noch einen braucht, ich helfe kurz mit.
Und wo ist es dann bitte was Schlimmes, was Böses? Ihr helft euch gegenseitig, ihr haltet Regeln ein, ihr geht respektvoll miteinander um. Arschlöcher wird es immer geben, aber das ist egal, ob die spoofen oder legit spielen, weil Arschloch bleibt Arschloch. Aber nicht jeder Spoofer ist automatisch kriminell und ein böser Mensch. Und ich hatte keine andere Möglichkeit. Ich musste mir zu helfen wissen. Ich bin dann dabei geblieben. Trotzdem ist es ja ein Unterschied. Es gibt auch die Spoofer, die snipen wirklich den ganzen Tag am Community Day nur Hunderter, bis sie einen Shiny Hunderter bekommen. Und dann fangen sie sich ein zweites, dann fangen sie sich ein drittes und dann sagen sie, ich habe jetzt drei Shiny Hunderter, ich habe den C-Day fertig. Das ist zum Beispiel für mich, ich könnte das auch machen. Aber ich mache das nicht. Wenn ich C-Day habe, dann gehe ich raus um 11 Uhr mit meiner Kamera, mit meinem Handy, verabrede mich mit ein paar Leuten, denn am C-Day sind meistens Leute da, auch von außerhalb, und dann laufe ich eben diese 3 Stunden rum. Ich könnte genauso gut zu Hause sitzen, ich könnte vom Sofa aus woanders spielen, wo mehr los ist, wo Lockmodule an sind, komplett, wo es mehr Stops gibt, wo einfach mehr erscheint, wo mehr spawnt. Aber ich gehe raus. Ich mache da meinen C-Day. Ich spiele den normal hier, legit. Obwohl ich spoofen kann und könnte. Andere, die ruhen sich halt komplett aus, die spoofen nur. Aber selbst wenn einer da seine 300er, wie Plinfer kommt als nächstes, einer an dem Sonntag holt sich schnell 300er Shiny Plinfer, kann er doch machen. Wenn er dann das ganze Handy voll hat und hat nur 100er Shinies, das sieht zwar richtig verdächtig aus, wenn er das einem normalen Spieler zeigt, aber ich habe doch keinen Nachteil dadurch. Ich gehe spielen, wie ich das möchte. Ich fange halt lieber meine Shinies dann so. Und wenn ich Shiny snipen möchte, dann würde ich lieber ein hohes Level anstreben als gute IV. Denn Hauptsache Shiny haben, sage ich immer, 100er Shinies sind so extrem übertrieben, aber es gibt ja diese Hardcore-Suchtis, die einfach nur 100er Shinies sammeln und freuen sich darüber. Ich habe daran gar kein Interesse, das brauche ich nicht. Dann gibt es auch die Leute mit den Speed-Raids. Da geht abends in Amerika, geht es los, ihr könnt ab 22 Uhr den neuen Raid-Boss raiden und dann sieht man 50 Raids vorbei, mein erstes Shiny, yeah. Ich sehe das und ich denke mir, ich kann das auch. Aber ich mache das nicht. Ich warte meistens auf den nächsten Tag, bis der Raid-Boss bei uns ist. Ich gehe los mit meiner Kamera. Ich versuche den ersten Raid vom neuen Raid-Boss wirklich einfach zu spielen, einzufangen, den Pokédex-Eintrag zu holen. Ich müsste das nicht machen. Ich hätte andere Möglichkeiten. Aber ich spiele es normal, ich spiele es legit. Genau eben wie diese Raid-Tage, diese Raid-Touren. Andere in den 3 Stunden, wo Raid-Tag ist, die machen vielleicht 100 Raids davon. Wir fahren mit Auto von Arena zu Arena, wir gehen von Ort zu Ort, wir laufen durch die Stadt hin und her. Wir schaffen vielleicht 20 bis 25, aber wir hatten Spaß. Wir hatten Spaß, wir haben Shinies bekommen, es war eine tolle Tour, ich mache ein schönes Video dazu. Das ist doch okay. Ich verurteile niemanden, der sagt, er sitzt zu Hause auf dem Sofa und spielt 3 Stunden in Amerika und hüpft von Arena zu Arena und hat dann im Endeffekt 100 Raids gemacht. Ist doch, kann man doch machen, wie man möchte. Ich habe keinen Nachteil dadurch. Ihr habt auch keinen Nachteil dadurch. Wenn er so viel Geld da reincasht für die ganzen Pässe, ist das doch sein gutes Recht. Soll er doch machen. Und ich sehe nicht, wo euer Spiel beeinträchtigt wird, wenn jemand anderes spooft, außer jemand ärgert euch mit der Arena. Aber euch können genauso gut Legit-Spieler ärgern mit der Arena. Und deswegen, ich verstehe den ganzen Trubel nicht. Ich habe es euch jetzt erklärt, ich habe euch gesagt, wie das alles war, wie schön es angefangen hat, wie toll das damals war, die ganzen Zeiten, wie verkackt es war, dass man wieder mal jemanden vertraut hat, dass man gedacht hat, okay, du hast einen Kollegen gefunden, der begeistert ist in der gleichen Sache wie du, der ist ja immer noch hier oben, der König, der macht sein Ding immer noch, ist immer noch so übertrieben unterwegs, aber ich habe mich ein bisschen zurückgenommen, bin ein bisschen ruhiger geworden, habe mich jetzt auch auf das YouTube-Zeug konzentriert, versucht da einfach Spaß zu haben. Ich bin froh, das hat mich damals echt in tiefe Depressionen gestürzt alles. Aber gerade auch die Videos zu machen, macht mir einfach Spaß, auch mit der Community da zu agieren, die Kommentare zu lesen, immer wenn ihr einen Kommentar schreibt oder bei einem Livestream dabei seid. Ich find's toll, ich find's schön. Wer mich trotzdem aber dafür jetzt verurteilt, dass ich spoofe und vor allem abends immer diese 100 Geschenke einsammle
auf illegale Art und Weise. Der kann mich, wie gesagt, löschen. Ich zwinge euch nicht dazu, hier zu bleiben. Aber andere freuen sich darüber, wenn die Plätze frei werden. Die nehmen gerne die Geschenke an. Die nehmen gerne ein aktives Dasein an Geschenken und hin und her. Also, was ist das eigentlich? Was soll ich noch sagen? Lieber ein Spoover mit Herz als ein Legit ohne Charakter. Wenn ihr auch so ähnliche Erfahrungen habt, schreibt's mal rein. Wenn ihr Spoover seid, schreibt mal rein, warum spooft ihr? Und was sind eure Ziele so? Schreibt's mal bitte alles rein, wie ihr dazu gekommen seid. Und spooft ihr mit FGL auf Android? Spooft ihr mit iSpoover auf iPhone? Was kennt ihr sonst noch so für Sachen? Wir können offen reden. Wir haben keine Geheimnisse. Ihr seid meistens ja eh anonym unterwegs im Internet. Ich spreche mich hier offen aus. Jeder sieht und weiß, wer ich bin jetzt. Aber egal. Ich möchte kein Geheimnis daraus machen. Ich war in den Kommentaren schon immer ehrlich. Trotzdem haben das manche ja nicht mitgekriegt. Gerade aus der Spoofer-Gruppe gab es auch einzelne Leute, die wirklich dann in YouTube beim Kommentar versucht haben, einen aufzuziehen, einen aus der Deckung zu locken, zu gucken, mal gucken, wie er darauf reagiert. Mal gucken, gleich habe ich ihn an die Eier. Da gibt es manchmal hässliche Personen, die versuchen, irgendwo dir ans Bein zu pissen. Aber das hat doch nicht geklappt. Ich habe trotzdem ehrlich geantwortet. Und das ist das, was ich mir zugute halte. Und ich glaube, das Video guckt sich eh keiner bis zum Schluss an. Wenn ihr das Video bis zum Schluss geguckt habt und alles gesehen habt, dann schreibt mal ein Dosenbier in die Kommentare. Und das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Richtig krasses Video. Hasst mich nicht. Gebt mir eine Chance in eurem Herzen, den Platz, den ich bisher hatte. Ich bin doch kein böser Mensch, ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.